Hi, ihr lieben Liebenden, auf geht's zu einer neuen Runde. Wir schauen mal, was gerade das Thema ist in puncto Liebe. Und ich beziehe mich ja meistens auf die kommenden 24 Stunden. Das heißt aber nicht, dass die Legung dann auf jeden, der zuschaut, unbedingt zutreffen muss. In Teilen kann es so sein. Bei manchen kann es zu 100% so sein und manche, die sind dann eben auch nicht dabei. Kommt immer drauf an, wo du gerade stehst in deinem Leben mit deinem Liebenden. Und wir gucken jetzt mal, was die Engel der Liebe denn sagen, was denn gerade so das Thema ist. Damit ich so in etwa weiß, mit wem ich hier zu tun habe und wem ich hier was erzählen darf. Wenn dieser Mensch der Mensch ist, wo du denkst, das ist der Mensch, den es kein zweites Mal gibt, ja, es gibt keinen Menschen, ihr wisst schon, wie ich meine. Du guckst in die Augen deines Gegenübers und guckst im Prinzip bis auf den Grund deiner eigenen Seele. Du hast davor vielleicht auch schon Partner gehabt, aber so intensiv wie mit diesem Menschen hast du es noch nicht erlebt. Und alle, die wirklich in einem Zwillingsseelen- oder Dualseelenprozess stecken, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Da gibt es meistens auch noch sehr viele Synchronizitäten im Leben, in der Kindheit. Nur der eine ist defensiv mit den Themen umgegangen und der andere eher offensiv. Also hat sich da eher zurückgezogen, alles im stillen Kämmerlein mit sich selber ausgemacht. Hier wird schon wieder gestaubsaugt. Ja, das ist schön. Brauche ich es gleich nicht zu tun. Wenn dies wirklich die Liebe deines Lebens ist, warum hast du das Gefühl, die Kontrolle über diesen Menschen nicht abgeben zu wollen oder zu können? Das hat immer was mit der eigenen Kindheit zu tun. Ich halte aber jetzt keine langen Reden und Plädoyers. Das erspare ich euch und mir jetzt heute. Wenn da jemand Genaueres erfahren möchte, der darf mich gerne kontaktieren oder von mir aus auch ein Reading bei mir buchen. Da gehe ich da natürlich sehr viel intensiver drauf ein. Aber was ist es in dir, dass die Kontrolle nicht abgeben kann? Wo hast du vielleicht als Kind, als junger Mensch das Gefühl von Kontrollverlust gehabt? Und da ich hier viele Menschen habe, die Missbrauch erlebt haben, entweder das auf sexueller oder einfach körperlicher Art und Weise, natürlich baut man sich dann Schutzmechanismen auf und hat Angst, diese Situationen könnten dich wieder ereilen. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Aus Angst entwickelt man komische Mechanismen, die häufig, die eine ganze Zeit lang wertvoll und sinnvoll waren. Aber je mehr man aufarbeitet, desto mehr erkennt man ja, dass die alten Ängste überwunden werden können und nicht jede Situation sich auf die alte Situation bezieht. Also, einfach nochmal hinterfragen, warum es für manche noch so wichtig ist, das Gegenüber kontrollieren zu wollen, so nach dem Motto, wann ist er online, mit wem trifft er sich, ihm dann vielleicht Dinge zu unterstellen, die dir schon mal passiert sind. Wenn es wirklich hier dein Herz allerliebster ist, dann wird er nichts tun, was du nicht auch tun würdest. Und andersrum genauso. Ich fokussiere mich jetzt auf ihn, weil das für mich leichter ist, jetzt hier nicht so hin und her zu kreuzen. Indem ich ihn beschreibe, kann ich aber auch dich beschreiben. Du nimmst bitte einfach nur das mit, was sich für dich schlüssig und stimmig anfühlt. Und für Handlungen und Taten ist auch jeder selber verantwortlich. Ihr seid ja alle erwachsen. Sudle, in welcher Energie steckt er denn? Auch eigentlich gar nicht mal in so einer schlechten Energie, obwohl es bei den meisten gerade gar nicht rosig aussieht. Da gibt es da plötzlich Menschen, die eine größere Priorität bekommen, weil die Ottos sich diesen Menschen aus irgendeinem Grunde noch verpflichtet fühlen. Es gibt Menschen, wo man, oder bei ihm gibt es Menschen im Feld, wo er aus Dankbarkeit nicht Nein sagen kann.
Aber das ist nicht alles nur negativ, weil dadurch, dass er vom Außen gezeigt bekommt, wie wertvoll er ist, stärkt sich sein Selbstbewusstsein. Je mehr Menschen ihm sagen können, ey, das, was du tust, ist toll, desto mehr verinnerlicht er das. Das ist was anderes, wenn du das sagst oder wenn irgendjemand, der zwar auch ihm nahesteht, aber der vielleicht früher immer einen anderen Blick auf ihn gehabt hat, jetzt mal sagt, ey, das, was du tust, ist auch toll. Also in ihm erblüht gerade was und er fühlt sich auch ziemlich energetisch, hat ziemlich viel Schwung. Und wenn der Otto seinen Schwung zurückgefunden hat, dann ist er auch immer mal für eine Überraschung gut. Ja, gucken wir mal weiter. Welches Deck möchte ich denn noch mitnehmen hier? Liebe heißt ja nicht besitzen wollen, sondern auch schon mal freilassen. Im Vertrauen darauf, dass er die Dinge, die er tun muss, noch tun muss. Weil wenn man so von so einem Seelenbuch ausgeht, da stehen ja alle Erfahrungen drin, die gesammelt werden müssen, damit, ne, der Mensch eben lernt und die Seele immer reiner und klarer wird. Hier kommt die Bitte, diese Phase der Wüstenei einfach mal so anzunehmen, wie sie eben ist. Auch wenn du das Gefühl hast, ich laufe hier über verbrannte Erde, dann frag dich, warum du nicht einen kleinen Schlenker machst und dir die grüne Wiese suchst. Vertraue dem göttlichen Plan. Immer dann, wenn er Umwege nimmt oder sich eben mit anderen Themen befassen muss, dann ist es deine Zeit, deine Themen zu intensivieren oder nochmal genauer anzuschauen, zu gucken, was kann ich in meinem Leben optimaler gestalten, was kann so bleiben, wie es gerade ist und wo bin ich von mir selbst gelangweilt, wo kann ich was ändern. Ja, so ist es einfach. Ist immer schöner zu gucken, was der andere da noch zu temptieren hat. Da findet man auch immer ganz genau die Fehler im System, aber bei sich selber zu gucken, das ist das, wo wir jetzt geradezu aufgefordert werden. Da liegt jetzt schon wieder ein Nein. Gerade ist nicht die Zeit für uns. Und wenn du mich hier kontrollieren möchtest und mir dann auch noch irgendwo eine Rede hältst, dann ist recht nein. Dann mache ich sogar die Türe zu. Ich muss gerade meinen Weg gehen. Ich weiß, warum ich das tue. Aber trotzdem vertraue mir, weil es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Wenn diese Verbindung zwischen uns in der höchsten Form gelebt werden soll, dann muss ich vorher mein Feld aufräumen. Und da muss ich aus mir auch das Beste machen, was in meiner Macht steht. Und dafür muss ich manchmal ein Stück des Weges ohne dich gehen. Verlieren können wir uns sowieso nicht. Er ist da mehr im Gottvertrauen als du vielleicht. So, und jetzt nehmen wir einfach mal die Lennys. Ich habe auf die Lennys. Doch, wir nehmen einfach mal die Lennys und schauen mal, wie die Tendenz so ist für die nächsten 24 Stunden. Und dann überlege ich gleich mal, welche Decks ich mir einpacke für meine Reise. Weil so ganz ohne Karten. Das ist mir dann zu langweilig, auch wenn es da viele schöne Inspirationen gibt. Das ist für mich immer so ein bisschen was wie eine Meditation, mich so einmal am Tag vor meinen Altar zu setzen. Ich tanke da auch auf, wenn jetzt gerade die Energien im Umfeld nicht super schlecht sind, dann tanke ich hier auf. Das war auch schon mal anders. Ja, er ist im Rückzug. Das heißt aber nicht, dass seine Passion in deine Richtung jetzt total abgeflaut ist. Er ist im Rückzug, weil er gerade Frieden macht.
Frieden mit Menschen, wo es lange ruckelig gewesen ist, wo er immer das Empfinden hatte, er wird von ihnen nicht so gesehen, wie er wirklich ist. Da stellt er jetzt unter Beweis, wie er wirklich ist. Das ist ihm ein Bedürfnis. Kein Mensch muss beweisen, wer er wirklich ist. Aber ihm ist es ein Bedürfnis, wir haben rückläufigen Merkur, ihr merkt es, ne? Ein Bedürfnis, genau das zu tun. Aber über Seelenband ist er sowieso dir nahe und der spürt auch, wie du über ihn denkst. Ob du Mrs. Controletti bist, ob du diejenige bist, die besser weiß, was zu tun ist, oder ob du ihm einfach blind vertraust und sagst, geh, ich freue mich, wenn du wieder zurückkommst. Dieses Geh, das kann ein Tag sein, das können 2 Tage sein, das können 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre sein. Unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich. Das hängt aber auch immer davon ab, wie sehr du es schaffst, deine Leichtigkeit zu finden, ohne ihn aus dem Blick zu verlieren, weil das Seelenband ist in beide Richtungen aktiv. Und solange du achtsam und wach bleibst, dann erspürst du ganz genau, was in welchem Moment gerade zu tun oder zu lassen ist. Was ist auf seinem Herzen los? In seinem Herzen, ja. Der guckt, ja, da, ich muss jetzt hier mal gucken. Unser Seelenvertrag ist zwar klar, aber unser Buch, ich schließe es gerade mal ein bisschen zu, weil ich jetzt hier mich um andere Verträge noch kümmern muss, die ebenfalls im Programm stehen. Trotzdem tut es mir total gut, wenn du in der Leichtigkeit bleibst, weil das gibt mir Rückenwind. Das gibt mir auch die gewisse Stärke, die ich brauche, um die Dinge anzugehen, die ich eben noch angehen muss. Es sind verschiedene Sachen. Bei manchen sind es eben Menschen, die anderen haben noch irgendeinen Rattenschwanz an finanzieller Not, den sie irgendwie hinter sich herziehen, wo eben auch aufgeräumt werden darf. Deine Leichtigkeit, dein Rückenwind ist das, was ihm die nötige Energie gibt, das alles anzupacken und auf die Kette zu kriegen. Und manche Dinge, die hast du nicht in 2 Monaten gelöst. Wenn du jetzt zweifelst, ob er das mit den Finanzen jemals auf die Kette kriegen willst, Moment, ob er das, was da finanziell im Hintergrund läuft, ob er das jemals auf die Kette kriegen will, dann ist es natürlich deine Entscheidung, ob da klärende Gespräche jetzt das Mittel der Wahl sind, ob es jetzt das Richtige ist, in seine Situation Schwere zu bringen und das hervorzuheben, was gerade nicht da ist. Oder ob du das Ganze sehen kannst als Teil des Heilungsprozesses und Teil des Weges in Richtung Wunscherfüllung. Nehmen wir das andere Deck noch mit. Ja. Wenn wir den Otto nicht hätten, ne? Worüber würden wir dann nachdenken? Nein, das ist Quatsch. Das ist ja immer nur mal ein kurzes Aufploppen am Tag und dann geht der Weg ja auch so weiter. Aber präsent ist er schon. Immer wieder. Was geht ihm denn noch durchs Oberstübchen? Zum ersten Mal in seinem Leben erfährt er entweder von seiner Ex-Partnerin oder von seiner Mutter, dass er ein wertvoller Mensch ist. Und zum ersten Mal erfährt er von dieser Frau, die ansonsten immer von oben herab und auch schnell ausflippend war, zum ersten Mal erfährt er von dieser Frau Liebe. Ich glaube, bei vielen Ottos ist wirklich ein Mutterthema, was präsent ist. Aber wie gesagt, die Konstellationen sind auch unterschiedlich. Manche, die haben sich ja auch lange in der Ehe befunden. Auch da wird der Ton weicher. Das heißt nicht, dass der Weg zurück
anvisiert wird, aber das Verhältnis wird entspannter. Da kommt ein bisschen was an Wertschätzung zurück in seine Richtung. Das tut ihm unglaublich gut. Und das hilft ihm auch, seinen inneren Frieden zu finden. Was haben wir denn hier auf der Herzebene? Da kämpft er gerade darum, sein Häuschen, seine Wohnung könnte sein, er wohnt ein bisschen ländlich. Ja, da will er bleiben, da fühlt er sich wohl, das ist ein Herzensort für ihn. Und um dieses Häuschen halten zu können, oder diese Wohnung oder die Häuslichkeit oder was weiß ich auch immer, dafür kämpft er gerade auch. Also sind halt scheinbar so mehrere Baustellen gleichzeitig. Seine nächsten Schritte. Es zeigt sich trotzdem an, dass es ihm fehlt, wenn du jetzt wenig Kommunikation mit ihm hast, auch wenn er derjenige ist, der da eher vorwegrennt als du vielleicht. Ihm wird da was auffallen und das wird ihn dazu anschubsen, dass er dich sehen wollen wird. Muss mal gerade hier was auf mich wirken lassen. Ja, was im Hintergrund stattfindet, und da könnte sein Gemüt noch mal so ein bisschen aufwirbeln, ist, dass er von außen einen Blick auf sich wirkt und mal überlegt, was sein Verhalten denn mit dir so veranstaltet hat in der letzten Zeit, weil er hat bei vielen durch Abwesenheit geglänzt und ihm ist schon bewusst, ja, dass er an deiner Seite ziemlich unbeständig gewesen ist aufgrund der Aufgaben, die ihn da ereilt haben. Aber all das soll in den Verlust gehen und zwischen euch kommt der Spielmodus wieder an die Oberfläche, weil der möchte dir ebenfalls Gutes tun. Und da haben wir hier wieder den Otto, der sich immer zeigt. Hier sind auch noch Männer, mehrere Männer sichtbar, aber das ist die Person für den Otto hier im Kollektiv. Mach dir da deine Gedanken zu. In der Zwischenzeit, welche Fragen tun sich da für dich noch auf? Wieder gucken, dass ich es lesen kann. Fällt es mir schwer, ich selbst zu sein, ohne mich verstellen zu müssen? Bei welchen Menschen, in welchen Situationen gelingt mir das eher gut? Und wo und wann kann ich wirklich ganz authentisch sein? Ja, bei ihm kann man ganz authentisch sein. Du, also alles, was man tut, was man authentisch tut, ist im Grunde das Allerbeste. Wenn du dich zurückhältst aus Angst davor, dass er in den Rückzug geht, dann sind in dir noch Ängste. Wenn du rauspfefferst aus dem Herzen heraus, weil du einfach das Empfinden hast, ich muss jetzt was sagen, dann ist das schon sehr authentisch. Wenn das aber einfach nur so ein altes Ding ist, dass du denkst, dass du jemanden darauf hinweisen musst, wo er gerade blind durchs We Leben läuft, ja, ist auch immer wieder nochmal zu überprüfen, weil deine Sicht auf die Dinge, das heißt ja nicht, dass das dann auch seine Sicht auf die Dinge sein muss. Wenn du deinem Bauchgefühl vertraust und achtsam bist, dann weißt du, was in welcher Situation wann am besten zu tun ist. Und das nenne ich dann schon authentisch. Nimm dir etwas Zeit für eine kleine Selbstanalyse. Beantworte dir ehrlich die Frage, ob und wann du wirklich du selbst sein kannst. Ich kann ganz und gar ich selbst sein und ich muss keine Rollen spielen, wenn ich in seinen Armen liege.
zum Beispiel. Aber am besten auch in anderen Situationen des Lebens. Wir nehmen noch ein Heilsteinchen mit, damit der Otto hier ganz gut durch seine Prüfungen kommt und wir auch. Die sind in letzter Zeit ein bisschen schüchtern, diese Karten. Ah, geht doch. Der Bernstein, den habe ich jetzt leider gar nicht hier. Aber da geht es darum, manche Dinge auch Gott zu überlassen. Es kann sein, dass der Otto manchmal Wege einschlägt, wo man denkt, das kann nicht gut gehen, dann geht es auch nicht gut. Aber dann ist das trotzdem für irgendetwas gut, um ihm die Augen zu öffnen. Atme tief ein und beim Ausatmen überlässt du die Situation, überlässt du es Gott, die Situation zu klären und Lösungen zu finden. Ja, genau. Mutter Teresa, zu jeder Tages- und Nachtzeit müssen wir nicht ständig sein, können wir aber dafür muss die andere Seite auch zumindest ein kleines Zeitfenster haben. Ansonsten ist am besten, ne, wenn hier dieses Nein im Raum steht, am besten sich seine Themen zu widmen, sich seines Lebens zu erfreuen und ab und zu vielleicht mal eine geballte Ladung Good Vibes rüber zu schicken. Was haben wir für Zusatzinformationen? Wer ist vielleicht besonders angesprochen oder welche Zahlen können von Bedeutung sein? Die Jungfrauen, die Zwillinge. Wobei ich hier auch die Zwillingsseelen sehe. Also die Twin Flames, ihr wisst schon, die ganzen Begrifflichkeiten. Wir haben die 66 und die 33. Das sind Engelszahlen, die kann man sicherlich googeln. Ich habe jetzt mein zweites Handy nicht dabei, damit kann ich euch also jetzt nicht zu Diensten sein. Werde kreativ und setze Zeichen. Wenn du mit Buchstaben oder Worten nicht unbedingt durchkommst, dann singe ihm ein Liedchen, da kommst du vielleicht eher mit an. Oder mal ein Bild, das ist dann völlig nonverbal. Werde kreativ, da sind die Chancen ziemlich groß, dass er darauf eher einsteigt. Suche den Austausch immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise, aber genieße auch deine Zeit und dann sammle die Ernte. Und wir sind gerade in einer sehr schwungvollen Zeit, die hier und da noch ein bisschen chaotisch sein kann, weil aus Chaos entsteht dann wieder Ordnung. Wir müssen ja uns alle auch erstmal akklimatisieren. Ich finde es deutlich spürbar, dass die Energien positiver geworden sind. Ich hoffe, dass das jetzt mal so eine gewisse Konstanz hat. Aber wir werden es sehen. Und ich wünsche dir jetzt eine richtig schöne Zeit. Lass es dir gut gehen, lass dein Herz regieren. Ich freue mich sehr, wenn du mir hier zum Ausgleich ein kostenloses Abo schenkst. Und ansonsten wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, lass dein Herz regieren und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.